Achso. Haben wir Batarang runterholen. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Fall um! Sammeln wir erstmal die Poren auf. Bett. Ja, vom... Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Vom Meisterdetektiv zum Hobbygärtner. Scheiße, Mann! Der tickt schon wieder durch. Oh Gott, falsche Richtung. Da komme ich nicht durch. Ich muss die andere Seite nehmen. Du gehörst mir. Deine Mutter. Wie kommt der da durch? Willst du mich verarschen? Fall um! Du fette Sau. So, jetzt hätte ich gerne die Poren, bitte. Bats. Darauf steht er. Irgendwo in Löcher rumzubohren. Oh, bist du übertrieben, ey. Deswegen spiele ich. Habe ich das noch nie auf schwer gespielt. Hier übertreibt es ja Killer Grog förmlich. Okay. Ja. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich hinlaufe. Okay, hier bin ich aber richtig. Scheiße. Hey, der ist wirklich wieder rausgekommen. Was willst du denn? Was willst du denn? Fall um. Hier gibt's nichts für dich. Das hier kommt, gibt's noch mehr. Scheiße, Mann! Okay. Der ist so gewalttätig. Das kommt von diesen ganzen Killerspielen. Er hat zu viel Call of Duty gespielt, wahrscheinlich. Und hat sich in so einer Lobby aufgeregt. Gut, ich muss da rüberkommen. Oh, verarsch mich doch, Killer Grog. Mal die nächste Pore. Head mit. Sammeln Sie ein Bett. Das wäre es natürlich, während beim Poren sammeln Killer Croc rausjumpen würde. Ich glaube, das Spiel ist so generiert, dass das nicht passiert. Weil immerhin. Er ist Batman. Von wo? Von da. Fall um. So. In welche Richtung? Hier lang nicht. Hier lang. Okay, links oder rechts? Oh, ich gehe immer in die falsche Richtung zuerst. Oh, was willst du denn? Ich hab sie schon gesehen. So. Sporenherde mit. Okay, noch zwei Stück. Ah, jetzt geht das wieder los, ey. Rät doch durch, Junge. Okay. Und jetzt? Gehen wir mal geradeaus. Wird's weniger? Ne. Das ist ein bisschen zu nah. Fall um, fall um! Ah, toll! Wow, die Kamera ist aber eben nicht so schön mitgekommen, wie ich das gewollt hätte. Okay. Die Richtung? Ja. Sehr schön. Oh, komm ey, du übertreibst aber auch! Hob dich aus, ey. Für sicher Waylon Jones, so ist ja sein bürgerlicher Name. An der Schule früher so ein ADHS-Kind. Wollt immer Aufmerksamkeit haben. Ja! Und das kann ich mir so ein Verhalten hier nicht erklären. Jetzt haben wir die Sporen ein. Wie sieht eigentlich die Karte hier aus? Ja, toll. Gar kein Eintrag, wie Oracle gesagt hat. Ich will hier raus, ihr Schweine! Ich habe genug Sporen. Ich muss zurück zur Bathöhle und das... Achso, das sind doch genug. Oh, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever.
hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Wo? Fuck, ey, lässt der alles hier tanzen. Okay, wir hauen ab. 500 Meter. Dammit, ist das noch weit. Okay. Mir gefällt dieses Rattern und Knasser und Gurgeln hier nicht. Nein, da bist du nicht. Du fällst um. Wer es übrigens mal wissen will, Killer Croc war mal ein Mensch und hat leidet an einer Hautkrankheit, die ihn ja zu dem werden ließ, was er ist. So ein komische Sing und ja, er ist zum Menschenfresser geworden. Ja, du bist doch so ein Hund, ey. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh Gott. Ja, das ist schön. Versuch's doch. Oh! Was? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Gleich beim ersten Mal. Okay. Und jetzt? Diese Richtung? Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, du! Scheiße! Du Hund hast mir alles kaputt gemacht. Hä? Die sind doch wieder ganz, die Bretter? Okay. Sonst hätte ich halt den Line Launcher genommen. Das denkst aber nur du. Komm, Fettmops, fall um. Immer diese Gefräßigen. Weißt du, Killer Croc Raid Watchers kannst jetzt auch online betreiben. Weißt du, Killer Croc Raid Watchers haben jetzt auch Online-Kurse. Da solltest du mal hingehen. Oder dich anmelden. Oh Gott. Ich hasse solche Abschnitte, wenn man so laufen muss. Schon immer auch in Jump'n'Runs gehasst. Wenn man zur Kamera hinläuft, dann machst du mir den größten Fail. Wow! Aber gut, hier bei Batman geht es ja gerade so noch. Jump! Die Fledermaus! Sie ist sportlich und sie kommt zu dir nach Haus. Oder so. Verdammisch. Und jetzt müssen wir zünden, so wie er hier drauf steht. 1, 2, 3. Gute Nacht! Ausgetrickst. Ja. Kehre zur Berthöhle zurück, um ein Anti-Titan-Präparat zu entwickeln. Ja. Praktisch, dass es hier so nebendran ist, gell? Warte mal, ist das, wäre das von mir aus rechts? Ja. Whopper, Fledermaus-Style. Aha, Joker-Zähne. Jetzt haben wir hier schon mal 10 Stück. Das ist auch schon mal was. Und wir sind schon wieder kurz vor dem nächsten Aufstieg. Ah, da hinten sind ein paar Typen, die es wissen wollen. Ich muss aber da lang, gell? Tja, ihr verärgert ihn aber, weil ihr so unfähig seid, Jungs. Ach, warum habe ich... Erst habe ich zu früh gekontert und dann zu spät. Oh, jetzt geht das wieder los, dass ich hier nicht... Ach, das ist so ein Messer, Heini. Jetzt habe ich das erst kapiert. Bleibt da am Geländer hängen, gibt's doch nicht.
Scheiß Glenn, ja. Ja. Ey, sag mal. Diese Combo war sehr, sehr schlecht. Ja! Au. Ich bleibe als hängen gerade. Du bist schon hängig, ey. Egal. So soll es jetzt mir auch recht sein. Holy shit. Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Tja, Poison, ja, wie es voll am Durchgehen, aber wir nehmen jetzt erstmal noch diese Riddler-Trophy hinten mit. Das war eine schlechte Combo eben, ey. Da bin ich froh, wenn wir die Herausforderung dann machen. Warte mal, ist hier unten auch noch was? Nee. Dass mir nicht so viel blödes Geländer hier im Weg ist. So, wie ist aber jetzt der Zugang zu der Betthöhle? Da unten irgendwo. Weil die haben ja hier rumgestanden. Also, dass sie das nicht gesehen haben, die sind schon selten dämlich. Egal. Das ist mein Problem. Zwei Bereiche, in die der Riddler hier nie vorgedrungen ist. Betthöhle. Und Killer Crocs Versteck. Das sind die einzigen Bereiche, in denen wir nicht suchen müssen. Ne 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 Batman! Gut. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Holy shit, David. Die schöne Betthöhle. Ivy, du bist eine psychopathische, kranke Bitch. Dafür haben wir jetzt ein Upgrade. Die Ultra-Bat-Claw. Jetzt kann ich endlich... Das war das letzte Instrument, was mir gefehlt hat für die Rätsel. Jetzt kann ich nämlich rissige Wände auch einreißen. Wie ich mal hier drüben demonstrieren will. Komm! Her, du blöde Wand! Ich mach dich kaputt! Das hat geknallt. Okay, mehr gibt's hier momentan nicht für uns, weil ich sag dir, kein Riddler-Rätsel. Wie sollte auch der Riddler hier unten hinfinden? Komm ich da nicht ganz so raus? Nein. Okay. Wir dürfen also jetzt Poison Ivy ausschalten, die Schlampe da. So, da hinten haben wir aber noch ein paar Riddler-Trophäen. Und über diese Höhlen kommen wir sowieso zurück. Deswegen werden wir die jetzt mal alle einsammeln, Flux. Das ist auf jeden Fall eine schöne Flug- und Klettereinlage. Habe ich von hier draußen eigentlich eine Riddler-Karte? Nee. Nee. Niet. Okay, flieg mal rüber, Bruce. Mein schöner Bettumhang ist schon voll kaputt. Kein Wunder, dass der bei Injustice, God Amongst Us
sein stärkeres Outfit hat. Schöne Aussicht, ne?